Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Action-Sport-Saison steht in den Startlöchern und gut 5 Jahre ist es her, dass ich mein Video zu meinem Equipment gemacht habe. Da hat sich natürlich auch einiges über die Zeit getan. Was genau, schauen wir uns mal zusammen an. Viel Spaß beim Video. Okay, starten wir direkt rein mit meinem Rucksack. Mein treuer Begleiter, damals wie heute, das ist der Rucksack von F-Stop, der Loka UL. Da passen 37 Liter rein und der ist ca. 1,2 Kilogramm schwer und einfach extrem leicht. Und für jeden F-Stop-Rucksack kann man sich sogenannte ICUs kaufen, also Interchangeable Camera Units. Und da kann man im Grunde die Aufteilung immer so bauen, wie es gerade für den Anlass einfach nötig ist. Also von den Objektivgrößen her, dass man da einfach immer alles dabei haben kann. Ich in meinem Fall habe jetzt hier den Large Pro ICU und das funktioniert halt für meine Bedürfnisse immer perfekt. Und ansonsten hat der Rucksack einen echt schönen Tragekomfort, also durch die ausgefeilte Rückenpolsterung hier hinten. Und ansonsten einfach auch sehr viele kleine Taschen oben, vorn und an den Seiten, damit auch einfach alles reinpasst. Fast bei jedem Auftrag mit dabei ist diese kleine Kameratasche für allen Kleinkram, den man so für den Auftrag dabei haben sollte. Hier sind wieder einfach sehr viele kleine Fächer, wenn wir mal reinschauen. Also hier Ladegerät, Kameraakkus und so weiter und so weiter. Und ja, hier passt einfach alles rein, was ich halt für die Aufträge so brauche. Ansonsten Speicherkarten. Ich habe ja mittlerweile in meiner Sammlung halt sehr viele SD-Karten, CF-Karten, seit dem Wechsel auf die spiegellose Kamera, auf die ich gleich zu sprechen komme, auch noch CF-Express-Karten. Alles ausschließlich von SanDisk, weil ja, ich einfach seit Jahren mit denen unterwegs bin, die absolut ihren Job machen, sehr robust und zuverlässig sind. Und die Micro-SD-Karten sind natürlich für die Drohne und für die GoPro. Apropos Drohne, ich bin hier unterwegs mit der DJI Mavic Air 2. Jetzt seit ja, gut 1,5 Jahren mit dem Fly More Combo Paket dabei. Macht 12 Megapixel Fotos im normalen Modus und 48 Megapixel im Pro Modus. Ja, Videoaufnahmen 4K 60 FPS. Aber der größte Gamechanger für mich für den Wechsel auch auf diese Drohne sind einfach die 34 Minuten Flugzeit. Also es ist einfach so angenehm und so nice, einfach wenn man in der Luft ist und weiß, man hat also unendlich viel Zeit. Also 34 Minuten für einen Flug ist halt unfassbar lange und einfach richtig entspannte Videoaufnahmen einfach festzuhalten. Als nächstes sind wir unterwegs mit der GoPro Hero 12 mit der Black Edition. Und da versuche ich einfach immer alle 2 Jahre ungefähr auf ein aktuelles Modell halt umzusteigen und die ist einfach top. Macht ultra Bock mit der zu fotografieren und zu filmen und ist einfach auch ein wichtiges Tool für meine Vlogs und da nutze ich immer das Ding hier, das ist nämlich das Allerwichtigste. Da steckt man nämlich auf den Hotshoe oben auf der Kamera drauf und dann kann man nämlich immer so im POV-Style filmen und einfach mal zu sich drehen und in die Kamera sprechen. Also ja, damit bin ich auf jeden Fall unterwegs für meine Vlogs. Okay, kommen wir nun zum Eingemachten. Meine Hauptkamera, die Canon R5, mit der ich jetzt ungefähr 1 Jahr unterwegs bin. Mit der ich auch gerade dieses Video aufnehme. Und regelmäßig bin ich echt geflasht von diesen 45 Megapixeln, die die Kamera aufnimmt. Das heißt zwar auch, dass jedes RAW-File echt sehr, sehr groß wird, also so bis zu 40 MB groß ist und dadurch einfach sehr viel Speicherplatz halt gebraucht wird. Aber ich kann halt in Lightroom echt richtig hart reincroppen und wenn ich dann die Bilder halt exportiere, dann habe ich halt immer noch ein überragendes Ergebnis mit einer sehr, sehr guten Qualität einfach. Videotechnisch lässt sie auch absolut keine Wünsche offen und es macht einfach Spaß, damit rumzugehen. So, kommen wir auf das erste Objektiv zu sprechen. Und zwar, das ist das, mit dem ich auch das Video gerade hier aufnehme, das Sigma 35mm, die Festbrennweite 1,4 Art. Ist einfach ultra lichtstark und das Bokeh halt bei der kleinen 1,4er Blende ist einfach super schön. Vor allem, wenn man halt irgendwelche Schnappschüsse halt macht und einfach sehr nah dran ist, dann sieht es halt für andere auch immer so aus, als wären sie halt mitten im Geschehen gewesen. Also es ist halt meine Favoritlinse, wenn es so um Porträtfotos geht. Als nächstes haben wir hier meinen absoluten Allrounder und zwar den 24-70mm mit der 2,8er Blende, dem RF-Objektiv von Canon. Das habe ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr und die RF-Objektive sind halt extra ausgelegt dafür, um mit den spiegellosen Kameras perfekt zu harmonieren. Und es ist so leicht, einfach im Gegensatz zu dem Nicht-RF-Objektiv und man merkt es natürlich deutlich, wenn man mal länger mit einem Setup halt herumläuft. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich in eine Situation reingehe, dann ist das wirklich das perfekte Objektiv für mich. Einfach nur ja, den Zoom rausfahren und dann fotografieren und weiter geht's. Dann kommen wir nun zu meinem absoluten Lieblingsobjektiv, wenn es zur Action-Sport-Fotografie kommt, und zwar dem 70-200mm, der mit der 2,8er Blende, dem RF-Objektiv, auch von Canon. Und ja, ich habe da extra schon mal ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch gerne mal hier oben nochmal angucken, wo ich ausführlich auf die ganzen Details und warum ich den Wechsel halt gemacht habe eingehe. Unterm Strich ist einfach, die 200mm sind halt einfach perfekt für die Entfernung, die ich halt im Actionsport, vor allem im Wassersportbereich halt brauche. Ich komme überall super nah dran, kann sehr krasse Close-ups machen, bin aber auch mit den 70mm halt auch in einer gesunden Entfernung, sodass ich halt wirklich alles einfach super festhalten kann.
ich kann echt hart reinkroppen und habe absolut null Qualitätsverlust mit diesen Objektiven. Also ist echt der Hammer, mit denen unterwegs zu sein. Als nächstes Objektiv habe ich noch mein 8mm Objektiv von Tamron mit einer 3,5er Blende. Das ist kein Autofokus, ein manueller Fokus und ich bekomme halt mit den 8mm einfach extrem viel drauf, also halt 180 Grad. Und dann ist es natürlich sehr gut geeignet, wenn ich dem Bild einfach einen besonderen Look geben möchte oder wenn ich mich halt einfach kreativ austoben kann. Und ehrlich gesagt ist es das auch, was die Objektive angeht. Also ich bin wirklich seit Jahren mit dem gleichen Setup unterwegs. Ich habe nie die Bedürfnisse gehabt, das wirklich groß anzupassen, weil ich einfach jede Situation damit halt super meistern kann. Was ich noch dabei habe, sind zwei von diesen Aufsteckblitzen. Die heißen Metz, also die sind von Metz, Meka Blitz 58 AF2. Ist halt perfekt geeignet für Siegerehrung oder einfach, wenn es ja irgendwo in Räumlichkeiten einfach ein bisschen dunkler ist. Kommen wir nun zu diesem alten Schatz hier. Und zwar ist das meine analoge Kamera, die Canon AE1. Und ja, die habe ich damals noch von meinem Opa bekommen. Ist wirklich eine wunderschöne analoge Kamera. Hier ausgestattet mit dem 50mm Festbrennweite 1,8er Blende von Canon. Vor allem, wenn ich mal auf Reisen gehe und nehme ich die Kamera einfach sehr gerne mit, um einfach ein bisschen ja, damit herumzuspielen, bekomme einfach mit dem eingelegten Film hier, zum Beispiel mit dem Kodak Portra 400, immer wirklich einen sehr, sehr schönen Look hin. Und es macht einfach Spaß, einfach ein bisschen in der Nostalgie zu schwelgen. Dann kommen wir zu meiner neuesten Errungenschaft, und zwar der CamSnap-Kamera. Da habe ich auch schon mal ein separates Video dazu gemacht. Kann ich euch auch gerne mal hier unten verlinken. Und da war ich einfach sehr neugierig drauf. Ne? Das ist eine digitale Spielzeugkamera quasi im Design einer Einwegkamera, die einfach ganz easy in jede Tasche halt reinpasst. Es macht einfach Spaß, damit rumzuspielen und ja. Schaut es gerne mal an. Eigentlich wäre geplant gewesen, mein Stativ gerade vorzustellen. Das ist mir aber leider abhanden gekommen. Bisher war ich immer mit dem Kuhlmann Nanomax 450 unterwegs. Deswegen, ich bin gerade auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen neuen Stativ. Und wenn ihr da irgendwas an der Hand habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das war es so ehrlich gesagt schon mit der kleinen Equipment-Tour. Wenn ihr Fragen zum Setup haben solltet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Wie gesagt, die Action-Sport-Saison steht vor der Tür und bald geht's wieder los. Bis dahin, macht's gut und ciao.